Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Questpart von NOS. Ja, in der letzten Aufnahme hatten wir ja den roten und ersten Glibber-Test gemacht. Gott sei Dank auch ohne Fail. Ja, und wir sind jetzt in Labor 2 und ich würde jetzt mal vorschlagen, suchen wir uns das nächste Feld für den blauen Glibber-Test. Wir müssen uns hier natürlich einmal buffen, bevor wir hier angeschlagen werden direkt hier, weil das wird echt ein wenig fies werden auf dieser Etage. Aber ich denke, das sollten wir schaffen. Gucken wir mal hier. Wo gehen wir denn lang? Erstmal nach links. Ja, gehen wir erstmal links rein, bevor wir nach unten watscheln. Machen wir jede Strecke einmal, also einmal hier, dann wieder hier, damit wir auch oft genug die Routen einsetzen. Und hier haben wir es schon, also ich gehe mal stark davon aus, dass der hier sein wird, aber wir versuchen es einfach. Ja, wir müssen da einmal rum. Sollen wir jetzt einmal rumlaufen? Haben wir da Zombies? Einen. Ja, wir versuchen es einfach mal. Oh je, oh je. Ob wir das überleben? Oh. Ja, wir haben es überlebt. Leider Plage, aber was soll's? Wir sind durch. Jetzt machen wir uns noch das Feld hier sauber. Und dann sollten wir auch schon. Ja, genau. Das Feld gefunden haben. Okay, den machen wir noch weg. So, ungefähr hier war der, ne? Oder ein bisschen zurück. Ja, und der hat uns natürlich jetzt gesehen, das ist ja klar. Und da noch ein. Gut, okay. Dann wollen wir mal den. Ja, wir müssen ein bisschen warten. Dann verbringen wir die Zeit doch mit Essen. So, das sollte reichen. So, der blaue Glibbertears. Gut. Ich hau mal zur Sicherung ein paar Pots unten rein. Und dann starten wir auch schon mit dem zweiten TS. Gebufft sind wir soweit. Beziehungsweise warten wir noch darauf. So, jetzt haben wir hier natürlich vier Hebel. Ich nehme jetzt mal einfach den ersten. Finde einen Schlüssel. Wir haben 9 Minuten. Okay. Wollen wir doch mal hoffen, dass das gut geht. Gehe zum Ausgang. Ja, das wird ja eigentlich nicht ganz so drastisch sein. Ja, die Schlüssel hatten wir jetzt schon. Also ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ob der erste jetzt richtig war oder nicht. Wir hauen uns auf jeden Fall hier einmal so durch.
So, einen haben wir hier noch, so wie es ausschaut, ja. Gut. Dann müssen wir jetzt wieder runter. Der hier war ganz einfach, den konnte ich mir gut merken. Jetzt müssen wir unten links in die Ecke. Ich glaube aber auch, dass es auf, ich glaube, nosworld.de müsste es so eine Lösung geben. Also ich meine, früher, wie ich gesucht hatte, waren die Bilder leider nicht ganz vorhanden. Das war natürlich doof, aber vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen mehr Glück wie ich gehabt und ihr könnt euch die Karten da anschauen. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, ne? So, hier müsste jetzt noch ein Raum sein. Ja. So, das war's. Wir wollen mal eben was futtern. Auf geht's jetzt in den letzten Raum. Und die Tür hat sich geöffnet. Jetzt können wir da auch rein und da ist auch schon das Ziel. Und das war's auch schon. Und somit haben wir den blauen TS auch geschafft. Also ich fand den relativ einfach. Zumindest einfacher wie der rote. Ja, und somit verbleibt noch einer. Und dann kommt, glaube ich, noch ein Zusatz-TS. Ja, und dann ist das Labor auch schon gegessen. Also ich, deswegen, also ist eigentlich relativ kurz. So. Ich hatte ja gesagt, ich mache die Glibber-TS einzeln als Aufnahme. Und ja, dann war es das hiermit auch schon. Und dann würde ich mal sagen, viel Glück bei eurem Glibber TS. Bis dann.